So, und damit herzlich willkommen zum allwöchentlichen South Park Talk zusammen mit Vetti. Dumm, 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 dumm. Ja. Haben wir letztes Wochenende South Park geguckt? Ich hab schon. Haben wir letztes Wochenende nicht Littlefoot geguckt? Was ist das Woche davor? Ja, weiß ich nicht. Ja, wir hatten gerade über South Park Folgen geredet, die unglaublich gut waren in unseren Meinungen. Weißt du, wie die dumme Folge heißt? Cartman trinkt Kenny. Nein, Kakaopulver. So einfach. Oh, Tobi, fällt die Gegner nicht ein? Welche Gegner? Vorsicht. Mehr Pfeile. Die spaßigen. Die richtig spaßigen, du lebst noch. Betonung auf noch. Der ist auch runter. Dum 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 dum. Die Großpfeilschieße sind wieder da. Dum, ist das nicht dum, gut? Dum. Er erinnert dich doch an eine unglaublich schöne Stelle im Spiel, oder nicht? Klar. An was denn, Domi? Nennen sie uns? Nudellauflauf. Nudellauflauf. Oh, mir fällt gerade eine Melodie ein. Ja, ich kann sagen. Auf der ich Nudellauflauf. Was? Ich überlege gerade, welches Lied das war, das ich gerade gehört habe. Was du gerade? Nudellauflauf. Nudellauf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 lau
Nee, du musst schon mitmachen. Na, ich sehe mich da nicht. Oh, ich sehe dich da. Ich sehe mich da nicht. Ey, ich hab. Ich hab andere Pläne, okay? Ich hab Großes vor. Hast du die Listen gesehen, was da alles drauf stand? Willst du damit sagen, der Trotteltag-Thementag ist nichts Großes? Das ist auch was Großes, aber das ist dein großes Ding. Ich hab andere großen Sachen. Nudel, lauf, lauf! Duck dich, Tommy! Runter da jetzt! Oh, den hast du runtergehauen. Den haben wir noch mal ein bisschen beschleunigt auf dem Weg. Alter. Du hast da was. Wie kann man überhaupt nach so einem Fall noch leben? Wie gesagt, du hast da was in der Schulter. Nicht in Schulter. Eine Asche. Ich wollte gerade sagen, war das irgendeine Asche gerade? Alter, guck dir diese Pfeile an. Die hätte ich gern. Oh mein Gott, Domi, ich wünsche mir so einen Riesenbogen in Breath of the Wild. Ach, das war ein Backstep, der nicht funktioniert hat. Der passiert manchmal, der ist super seltsam. Tschüss. Der das Problem ist, dass ich so meinen Loot nicht bekomme, den ich von denen kriegen könnte. Richtig. Na, aber ist okay. Spielen wir mit der. So, jetzt ist noch der da am Start. Im Stissel. Nee, ich mag schon Stissel nicht. Da ist noch einer. Und runter da! Wo ist noch einer? Ja, ist das nicht? Ich hätte es gelabert, wenn ich getroffen hätte. Oh mein Gott! Aber alles im allen ist es nicht so schwer wie in Dark Souls 1, oder? Es ist tatsächlich halbwegs annehmbar. Da ist noch einer. Richtig. Hast du den Pfeil gesehen? Ich hab irgendwas an mir vorbeischießen sehen. Ja, ich auch. Und hab mir gedacht, ich ignoriere es einfach. Wo ist das? Anscheinend hat der sich auch entschieden, dich zu ignorieren. Meine kleine Titanice B. Au. Ich hab On-Set-Flashbacks. Du hattest recht. Das hat er wahrscheinlich von ihm gelernt. Geh zurück nach Anolondo, du! Genau! Geh zurück zu Anolondo! Tschüss! Er macht sich auf den Weg. Oh. Nein, macht er nicht. Er wurde aufgehalten. Der chillt ein bisschen. Er wurde aufgehalten. Ah, es fängt schon wieder an, dass das Gebiet mir nicht gefällt, weil ich keine Ahnung habe, was, wo, wie, wer. Krieg Anolondo-Vibes, okay? Finde ich seltsam. Dass ich Anolondo-Vibes bekomme, oder? Ja, ist nicht Anolondo. Ja, sag ich auch nicht. Sag ich auch nur, dass ich Anolondo-Vibes bekomme. Ah, okay, verstehe. Du hast Joker geöffnet. Endlich! Den Joker habe ich im Leben noch. Ich habe einmal benutzt, Tommy. Oh. Ich dachte, der macht vielleicht halbwegs Sinn. Ja. Werden wir sehen, wie oft du stirbst. Ja, gut, der Shortcut ist wahrscheinlich für hier rein, oder? Ja. Du überspringst dann quasi die Stelle mit dem Bogenschützen. Warum sind hier so komische Steintafeln? Vielleicht sind das Särge. Nein. Irgendwas. Geheimfahrt voraus. Das war jetzt ein bisschen überraschend.
Weißt du? Ist das? Ich krieg absolute An- und Londo-Flashbacks. Ich verstehe nicht, wieso. Hey, Blechrüstung. Fehlt ihm nur noch ein Herz. Das war doch der Blechmann, dem ein Herz fiel, oder? Weiß es nicht. Weißt du schon, Alice in Wonderland. Nein, nicht Alice in Wonderland. Nicht Alice in Wonderland, sondern... Ja, Zauberer von Oz. Und der Zauberer von Oz. Kann ich kurz anmerken, dass bei der Zauberer von Oz Dorothy definitiv die Böse ist? Ich meine, Dorothy landet am Anfang auf der Schwester von der Hexe. Moment. Bringt sie damit um? Moment, du müsstest hier eigentlich gerade deine Hochzeit... Gehst du nochmal raus? Bringt sie damit um und klaut ihr die Schuhe. Und die Hexe will einfach nur ihre Schwester rächen. War das die Geschichte? Ja, irgendwie so. Guckst du mal da vorne rechts neben der Tür, ob da ein Typ steht? Unten. Da, rechts jetzt. Rechts. Ey, warte, wieso ist er nicht da? An welchem Punkt haben wir ihn verkackt? Warte, wir haben es in der Kirche angesprochen. Ja. Ja, lass jetzt mich gucken. Wir haben sie in der Kirche angesprochen und wir haben sie nicht von dem Typen befreit, der da in der Ecke gechillt hat. Genau, das soll man nicht machen. Dax ist 3. Anri hieß sie. Anri. Anri Quest. Lass mich kurz gucken. Kann ich bitte die Dax aus? Danke. Questline B. Katakomben haben wir sie angesprochen. Find Anri gegen the Church of Yoshka and do not kill the pilgrim. After defeating Sullivan, the Puff, bla bla, speak to. Du musst nach dem Feuerband schreien. Beam dich zurück, du hast einen Shotcut. Was? Beam dich zum Feuerband schreien. Du hast einen Shotcut. Ja. Das ist so ein Knochen, oder? Du hast 100%igen Knochen. Ja, 17. Okay, ich musst jetzt. Ja, du musst jetzt kurz zu dem Typen gehen, den du die gratis Level-Ups bekommen hast. Links. Da runter springen. Der ist nämlich da und du hast ihn umgebracht. Das heißt, du sprichst mit ihr. Oh, prithee. Art thou good yeoles, Master? I am Uriel of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Another matter. Thou a lord, art thou not? Bearer of the dark sigil, and our lord of hollows. For the time thou remainst, our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Oh, red mit dir. Damit das menschlich aussieht. Okay. Ja, red mit dir. Also. Our Lord and Liege. Knowest thou of a maid named Anri? Nein, ja. Yeah, yeah. She is hollow. And will join thee in wedlock. Yes! A fellow of mine. Die Wedlock. Es ist eine Wedlock-Dummy. Ja. When the time is ripe, thou mayst make thy salutations. For what Lord taketh no spouse? Ja, red nochmal mit dir. Ah, greetings, our Lord. Ich weiß nicht, wie weit. Good tidings.
Oh! My spouse is ready. The time is right to greet her. Yeah. The girl awaits thee in the hidden dark moon chamber of Anor Londo. So thou mayst a true monarch become. Ah, good tidings. Okay, das war's. Jetzt zurück. Till we meet again. Tschüss! Woo. Was bist du eigentlich, Rainer? Du hast dir immer noch nicht den Knochen gegeben? Heavens. Oh, das haben wir ver... Tut mir leid, das war ein paar Tage her. Almost a relief, really. Ja, gerade gefunden. Gerade eben. Trust me, Bro. Hey, du kannst den Ring behalten. Was soll ich dafür behalten? A little trinket of thanks, I suppose. Ja, du kannst Sachen bei ihm kaufen. Und verkaufen. Ja. Welcher Ring war das? Hab ich den? Der. Noch? Der Blutierstone-Ring. Achso, okay. Ja, kein Wunder, dass ich ihm die Dings gegeben hat. Ich hatte Angst, dass ich ihn verliere. Ich kann dir übrigens kurz die Geschichte von dem Kleinen erzählen. Du kannst ihn jagen schicken oder stehlen schicken, hat er mir im Angebot. Dann kannst du ihn nochmal stehlen schicken. Dann geht er in das Eisgebiet, in dem du schon warst. Und dann kommt er nicht mehr zurück. Wie schickt ihn schicken? Es dauert ein bisschen. Ich muss später nochmal quatschen mit ihm. Okay. Also die Option. Goodbye. Hey, also, wie er hieß? Ich gebe nicht nur 8, ich gebe sogar 9. Nein. Er heißt Dreirad. Glaubst du, er fährt kein Dreirad? Bestimmt. Ja, eigentlich ist es egal. Nein, von dem hast du den Shortcut nicht. Hä, doch. Nein. Ja, okay, wenn du hinten rumläufst, ja. Aber dann ist es von innen leichter, meiner Meinung nach. Sullivan aus. Ist kürzer. Warte. Wie geht's zu Sullivan? Ist ja nicht so, dass ich da irgendeine Strafe von habe, dass ich reise. Richtig. Gibt ja keine CO2-Steuer auf Teleportieren. Ah, oh, das sollte langsam mal Teleportieren erfinden, dann würden die Autos weniger rumfahren. Das ist so wahr. So, fährst du den Aufzug hoch? Ah, warte, wo war der? Da war der. Rechts. Nein. Er war doch da. Andere Seite. Aufzug! Aufzug! Weißt du, welchen Film wir mal wieder gucken müssen? Hä? Der mit dem Ober. Was? Herr oh, den Film! Ober! Ja, noch ein! Was haben sie mir gesagt? Haben sie noch einer gesagt? Noch ein? Herr Ober! Ich nehme noch so ein! Da weißt du, bist du nicht getroffen? Ich weiß, das klingt jetzt nach einer dreisten Lüge, aber das war nicht der Plan. Warte, das ist ein guter Film. Ober! Ober! Jetzt nur noch da hochkommen und nicht sterben. Wenn ihr nur am Ober wisst, welcher Film es war, schreibt es in die Kommentare. Oh, er ignoriert dich einfach. ich glaube, die verfolgen dich, oder? Wie weit? Oh, so weit gleich. Du müsstest. Ja, da steht ein Typ. Dem quatschen wir. Okay. Gracious Lord, your spouse awaits you. You are very near. Please take the sword of Avowal. Avowal, may you be the truest lord of Londor yet. Wo fasst du mir hin? Und mache das. Tommy. Ja. Jetzt kommst du auch endlich mal zum Stechen. Muss ich das Schwert ausrüsten?
Nein, es ist kein Schwert zum Kämpfen. Ah, okay. Es ist ein Schlüsselobjekt. Ja, schade, ich dachte, es wäre cool gewesen, wenn es ein Schwert wäre. Wäre cool gewesen. Schlüsselschwert, Domi? Yeah. Ja. Ja, Domi, jetzt kommst du auch mal zum Stechen, ja. Jetzt geht's ab. Jetzt wird geheiratet. Geheiratet. Hallo, Andri. Wenn man sie jetzt ducken könnte. Gute Arbeit. Warte. Ja, du musst. Ich leg mich mal dazu. Ah! Oh, Andri, aber er zischt den Bein, aber. Ja. Ich glaub. Da war's! Was ist da? Ja, was war? Wo war's? Ah, da. Jetzt wird geheiratet! Na, genau so, wie ich meine Heirat kenne. Ihr wolltet die genauso machen, oder? Ja. Wir machen das ganz genauso. Kann ich das Schwert bitte als Schwert benutzen dürfen? Ja, das wäre super cool. Alter, das ist so lang! Ja, und... So romantisch. So romantisch. Dunkles Siegel. So, und wer von euch hält das Schwert dann? Naja, der Mann hält logischerweise das Schwert, oder nicht? Steh. was war das dunkle Siegel? Ja, das wirst du dann erfahren, sobald du das Spiel durch hast. Du hast jetzt quasi die Questline fertig. Warte mal kurz. Also du kriegst Andris Schwert noch, wenn du hier zurückkehrst, also wenn du noch mit Julia gesprochen hast. Also jetzt noch einmal zum Feuerband schreien und dann... Oder wenn du kurz das Spiel vom Spiel rausgehst und wieder reingehst, kannst du auch da liegen. Immer unsicher. Da steht irgendwie eine Note hier. Los mal raus, skippst. Du kannst Autozielen machen? Warum sollte man das wollen? Es ist... Ah, nee, warte, was ist Autozielen? Weiß es nicht. Kannst du mal rausgehen? Warum steht da Arno Londo? Weiß ich nicht. Bandai Namco Entertainment. From Software. Dark Souls. Ja, du musst aber nochmal zurück zum Feuerband schreiben mit Julia reden. Steht hier. So, und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play Dark Souls 3. Zusammen mit Verti. Ich habe schon mal was vorbereitet, damit wir den Charakter nicht erstellen müssen. Und ja. Ja, okay. Ja. Ja, okay, du musst definitiv nochmal zur Feuerwehr schreien, sonst ist die Quest nicht vorbereitet. Und hier sind wir auch schon. Ah, das steht elektrisch. Na? Seltsamer Anfang. Wie gefällt dir mein Charakter? Wie gefällt dir mein Charakter? Das war ein seltsamer Anfang. Wo ist sie hin? Ja, Andris Grasschwert. Oh, ich hätte so viel lieber Andris Krummelschwert. Ja, Domi, jetzt musst du zum Feuerwehr schreien. Das Schwert meiner Geliebten. Warte, was ist wieder für ein extra Buff noch oben in der Leiste? Guck doch nach. Machen wir noch einen Special Angriff mit dem Ding. Angreifen. Ich meine, es hat minimal weniger Schaden als meins. Minimal. Was hast du für einen Extra-Buff? Ein wertvolles Schwert für Andri, einem weiteren Unentfachten und die wohl stumpfeste Klinge in ganz Astora. Es gehörte einst einem eher ehrbaren Adligen. Seine Kräfte steigern sich durch eine flüchtige, rein menschliche Eigenschaft. Oh, du hast mehr Glück. Rüst mal das andere, dein Schwert aus.
Ey, der Finderglück ändert sich nicht. Jo, was macht das? Was macht das Glück? Googlest du bitte? Während ich noch schnell zum Feuerwehrschrank gehe. Andres Greatsword. Herr Greatsword? Nein, 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 nein. Straight Sword. Straight Sword. Very well, then touch taken. Alter, ich 18.000 Seelen brauche. Hab ich eigentlich. Du musst doch mit der Lady reden, gell? Ja, ja, bin dabei. Wolltest du nur sagen. Du kannst auch irgendwie erleben gehen mit dem Schwert. Ja, er ist noch sehr in ihr. Geh mal kurz in dein Menü. Dein. Oh! Du hast da unten rechts einen Glückwert 11. Und mit dem Schwert erhöht sich der anscheinend. Der hat dann einfach dein. Naja, dein Glück erhöht. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt, nicht ganz. Also hört mein Glück nicht. Nein, aber irgendwie. Ups. Das muss schon das anhören, was sie sagt. Kannst du noch mit ihr reden? Usurpator, was ist denn das denn? Rested from its mantle. The Age of Fire was founded by the old gods of the fire. But the gods are no more. And the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Ja, Tommy, ein Usurpator, Usurpator ist übrigens jemand, der widerrechtlich die, in Klammer, Staatsgewalt an sich reißt, besonders den Thron usurpiert. Na, da sehe ich mich doch. Na, auf geht's. Und das alles nur, weil ich meine Geliebte getötet habe. Oh, wie findest du eigentlich dein erstes Mal stechen? Wie fandest du's? Ich habe die Befürchtung, dass es mein letztes Mal stechen war. Mit ihr auf jeden Fall! Gut, dann haben wir unsere Hochzeit. Ja, sind wir verheiratet, Tommy. Du hast keine andere mehr, jetzt hast du die eine. Erfolgreich hinter uns gebracht. Und. Können wir entscheiden lassen. Damit, würde ich sagen, ich mache mich auf die Suche nach einem Scheidungsanwalt und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn es wieder heißt Aufzug. Aufzug. Bis dahin. Tschüss.